schmieren mal unseren tollen Finger an unser Gemälde. Oh, neue Truhe. Mit nix drin. Was? Trial and Error. Versuch und Irrtum. Hey, unser Buch ist weg. Unser Familienalbum. Hier wird wahrscheinlich auch wieder was Neues draufstehen. Ich habe dich gehasst. Selbst jetzt, du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Krass, krass, krass. Gut, dann, hallo? Dran damit. Oh, wow. Wow. Das sieht aus, als wird eine Dame. Krass, okay. Dann, Türchen auf. Unser Finger. Gut, die Folge ging, glaube ich, jetzt ein bisschen, also für mich Überlänge. Das war echt eine krasse, krasse, krasse Folge für mich. Für euch auch bestimmt. Also für uns war es eine krasse Folge. Boah, das Spiel, ey. Ich liebe es einfach. Diese Art, dieser kunstvolle Horror finde ich mega, mega gut. Echt mega geil. Unsere Wand fühlt sich auch langsam. Mit unseren Rattenporträts. Ja, ne? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Das war's dann wieder für die Folge. Ich bin echt mega gespannt, wie es weitergeht, wie es endet. Uns fehlt ja nur noch ein Achievement hier. Es kann sein, dass das noch, dass es schon bald vorbei ist, ne? Hier in unserem gestörten Atelier. Gut, naja, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch nicht jetzt allzu durchdrehen lassen. Nee, trotzdem wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Session von Layers of Fear. Ich habe vorne von dran vor das Video, vor die jetzige Folge 11 noch den Rest von der Folge 10 dran geschnitten. Da ist mir beim Schneiden ein Fehler passiert. Ja, da sind wir durch in diesen Raum hier gekommen. Da hat es, glaube ich, aufgehört. Ja, wir waren gerade, also beziehungsweise kommen aus dieser Mega-Deckenraum. Genau, hier haben wir nur, genau, in der letzten Folge haben wir auch diesen tollen Finger gefunden, ne? Ich weiß, die letzte Aufnahme ist schon wirklich lange her. Ich habe leider nicht die Zeit gefunden, den Rest hier noch aufzunehmen, aber jetzt machen wir den Rest vom Schützenfest quasi. Genau, wir haben uns, oder ich habe keine Ahnung, wem dieser Finger, ob der uns gehört, dieser Finger, oder ob wir den unserer liebreizenden Frau abgesäbelt haben. Aber unser Kunstwerk nimmt auch Gestalt an, wie ihr seht. Achso, Hocker. Hier sind auch, ich habe dich gehasst, selbst jetzt, du musst spüren, verloren, alleine, hoffnungslos, endlich verstanden. Du bist immer, den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg, beende es. Ist hier drin? Nichts. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich quatsch nicht mehr weiter rum. Ich mach weiter an der Stelle. Ich versuche es so zu spielen, wie ich es in der ersten, im ersten Versuch, beziehungsweise in der ersten Aufnahme gemacht habe, weil mir ist ja die Tonspur Lost in Heaven gegangen. Ich muss das jetzt nochmal spielen, die 50 Minuten. Es hat mich mega geärgert. Das ist so typisch ich. So. Da fehlt keine Tür. Da ist eine Tür. Ich weiß nicht mehr, was ich im ersten Run gemacht habe. Ich bin durch die Küche gegangen. Gehe ich jetzt wieder durch die Küche? Ihr habt es ja nicht gesehen, was in der Küche passiert. Eigentlich war es gar nicht so spektakulär in der Küche. Deswegen nehme ich einfach mal die andere Richtung. Einfach nur, dass es für mich auch wieder neu ist. Lol, das ist ein Hebel.
Lol. Did you forget? Hast du vergessen? Ich brauche einen Zahlencode. Den finde ich wo? Ja, ich habe ihn tatsächlich vergessen. Did you forget? Ja. Kann ich ja wählen? Oder steht der hier irgendwo? Den finden wir bestimmt hier irgendwo. Okay, abgeschlossen. Ja. Das ist unfair. Ich würde gerne den Zahlencode jetzt wissen. Toll, ich kenne mein Glück wieder. Ich renne jetzt durch die Küche, die Tür fliegt zu. Und dann war es das mit dem Code. Sorry, wenn ich ein bisschen durch aussehe. Ah, erzähl schon. We're running out of apples. Uns gehen die Äpfel aus. Das sind mal schwerfällige Türen. Nö, nüscht. Niggas. Ja, klar gehen uns die Äpfel aus. Das ist ein komisches animiertes Feuer. Ich will wieder zurück. Ich möchte jetzt den Zahlencode. Boah, das Spiel, ne? Hier ist ein Apfel. Nimm doch den. Hier ist aber jetzt nix. Oh, Grafikfehler. Da war. Ja gut, hab ich gesagt. Spiel ist durch. Ja gut. Das habe ich. Geht alles nicht auf. Warum macht es das Geräusch von dem Lichtschalter, bitte? Äpfel. Ein Brief. Warum hat sich jetzt der Raum verändert, bitte? Ihr Schweine. Abgeschlossen. Natürlich. Natürlich ist abgeschlossen. Aber hier hat sich jetzt nichts mehr verändert, ne? Außer Dreck und Geschirr. Oh Gott. Mal nach Zahlen. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Fasson? Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal, sie hasste den Mann mit Passion. Ja, es ist ja nichts Neues, dass wir jetzt unseren Mann hassen. Alles vermodert und yes. Oh mein Gott. Dieses Bild, Leute, ist mein absolutes Lieblingsbild in diesem Spiel. Ich liebe dieses Bild. Ich habe das sogar als Desktop-Hintergrund gehabt. Ich finde, ich weiß nicht, es ist so gestört, aber auch so
zu künstlerisch. Hallo? Oh, ich finde das Hammer. Hallo? Wow. Sind das Ratten? Das sind Ratten. Boah, ist laut. Au. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Ach du großer Gott, okay, Sind es Ratten in den Wänden? Oh Gott, die gucken uns an. Oh Gott. Und die Olle wimmert schon wieder. Okay, wir haben, wir befürchten, dass unsere Frau uns diese Ratten angedreht hat in unser Arbeitszimmer. Alles klar. Gut, dann laufen wir weiter. What? Oh lol. Sollen wir hinlaufen? Sollen wir auf sie zulaufen oder nicht? Oh shit. Habt ihr gesehen, ob der einen Finger gefehlt hat oder so? Oh Gott. Leute, die sind weg. Können wir jetzt nicht schon mal zurück? Der Hallo sagen? Schade. Mist. Das Spiel mobbt mich. Wo sind wir jetzt gelandet? Es wird auch vermutet, dass wir überall, wo dieser schwarz ist, da steht was. Was steht da? It cannot be undone. Okay. Gut, ich gebe es zu. Ich habe es bei Gronk gesehen, eine Folge, wo er vermutet hat, es ist die Depression. Dass wir als Künstler in dieser Depression stecken. Ich meine, das ist auf jeden Fall logisch. Oder. Das Fenster ist offen. Ich meine, es wäre auf jeden Fall logisch, dass wir in dieser Depression sind. Ich meine. Don't look back. Don't look back. Ich schlucke aber back. Ich meine, uns geht's ja wirklich scheiße. Wir sind ja wirklich ein bisschen durch. Das war ein guter Soundcut. Da ist eine Tür. Jeder Fehler eine Fallgrube. Ich spring doch da jetzt nicht runter. Ich glaube doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier runterspringe, Leute. In dieses Loch. Ich guck mal, ob wir noch zurück können. Das geht. Natürlich nicht. War das eben schon schwarz? Na gut, Leute. Ab geht's in die Fallgrube. Oh Gott.
Oh Gott, das ist ekelhaft. Ich will nicht... Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott. War das der Wolf? Wo sind wir denn jetzt hier? Das war voll ekelhaft. Da hängt was dran. Ah. Ah. Maus über den Tisch! What? Ach, ich kann noch weiterziehen. Alter, meine ganze Maus wandert hier über den Tisch. Mega laut. Ich glaube, ich muss den Spiel nachher mal ein bisschen leiser stellen. In der nächsten Aufnahme. Ich kriege hier nämlich einen Ohrenschaden. Lol, was ist das denn für ein Bild? Das kommt von da unten. Im ersten Versuch bin ich da nämlich nicht runter. Ich bin weitergelaufen, aber ich juckt es ja gerade in den Fingern, einfach runterzuspringen. Weil jeder Fehler eine Fallgrube. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Hier geht's nicht. Ah, da geht's weiter. Sind wir jetzt in der tiefen Depression? Weil das ist mir jetzt auch neu. Vielleicht ist es... Deswegen mal ganz gut, wenn man eine Aufnahme verkackt. Sieht man auch mal mehrere... Perspektiven oder Versionen. Can you even paint anymore? Kannst du überhaupt noch malen? Oh, lol. Oh Gott. In ashes you shall reap. In Asche sollst du ernten. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No. You don't understand her face. Her hands. She will be devastated. Okay, unsere Frau scheint wirklich zugerichtet zu sein anscheinend von den Verbrennungen. Und er hat ja gesagt, die Hände, das Gesicht, so sah sie anscheinend aus, wie wir sie eben in dem Zimmer mit dem geilen Gemälde, wo ich so toll finde, gesehen haben. Oh, ein Reacher-Brett. Okay, also wir müssen irgendwas finden.
Dear Sir, sehr geehrter Herr, meine Ehefrau würde davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363-853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Okay, die Nummer ist 363-853. Probieren wir es mal. 3, 6, 3, 8, 5, 3. Hat sich was getan? Nö. Toll. Abgeschlossen. Das sind Fliegen. Das ist ja süß. Ja, keine Ahnung. Wie viele Buchstaben das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was sind denn 10 Buchstaben? Layers auf 4. Nee, passt leider nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was. Ist das vielleicht einfach nur so ein Feature? 10 Buchstaben. Zahlenreihenfolge. Yes. Nein. Boah, keine Ahnung. Abgeschlossen. Achso, da geht's weiter. Ja, keine Ahnung. 363853. Aber da ist doch was abgerissen. Ich glaube, da fehlt was. 363853. Fehlen anscheinend, also wenn es 10 Felder sind, 4 Nummern, aber Gott, Alter, wer weiß das denn? Sind die hier irgendwo versteckt? Ist ja voll gemein. Ist abgeschlossen. Keine Ahnung. Gut, ja, ne? Kann ich jetzt leider nicht lösen. Schade. 3. Love. You. Yes. Oder ist es nicht ein. Ist es nicht eigentlich so bei diesen Reacher-Brettern, man muss einfach nur so drüber fahren, dann gehen die Buchstaben automatisch dahin? Irgendwie. Keine Ahnung. Sorry. Kann ich leider nicht lösen. Aber bevor wir jetzt weiter durch diese schicke Tür rennen. Gibt es wieder einen kleinen Cut, denn die Folge ist schon wieder vorbei, es sind 20 Minuten vorbei. Ich versuche jetzt 20 Minuten einzuhalten, weil sonst komme ich die Folgen wirklich nie mehr hoch, weil es dann echt zu lang dauert, weil ich auch in 2K render und hochladen möchte und ja, wisst ihr alles Bescheid. Babbel mir immer wieder dasselbe. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr das Video schaut oder Abend, keine Ahnung. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao!